Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch erklären, wie man einen Kraftstromstecker mit dem dazugehörigen Kabel verbindet. Ich rede hier jetzt wirklich nur von dem Stecker, den ich an das Kabel befestigen werde. Das Ganze werde ich euch zeigen. Ich arbeite dabei nicht mit elektrischen Geräten, also ich komme nicht mit elektrischem Strom in Berührung, sondern ich fertige jetzt nur ein Kabel an, was dann später mal an eine Maschine angebracht wird. Wir haben da zum einen den Kraftstromstecker, der auch CE-Stecker genannt wird, und dann eben das dazugehörige Kabel. Das ist in dem Falle ein fünfadriges Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm. Das ist das passende Kabel für diesen Stecker. Das ist jetzt in dem Fall 3 Meter lang. Das ist ein spezielles Maschinenkabel, was relativ biegsam ist. Das ist optimal, um das dann an der Maschine anzuschließen. Bei mir wird das an eine ganz spezielle Maschine angeschlossen. Ich werde demnächst in meiner Werkstatt ein bisschen umräumen und eine neue Maschine in die Werkstatt stellen. Und dazu wird es dann auch noch ein eigenes Video geben. Als allererstes widmen wir uns mal dem Stecker. Da braucht man hier einen Schraubenzieher, um hier diese Verriegelung zu öffnen. So, das drücken wir runter. Und dann müssen wir das Ganze einfach drehen und können den Stecker aufziehen. Und da sehen wir schon im Inneren, sind schon die 5 verschiedenen Anschlusspunkte, wo dann dementsprechend das Kabel angeschlossen wird. Und ich weiß nicht, ob man das hier, jetzt kann man es vielleicht ein bisschen erkennen. Hier stehen auch immer schon Nummerierungen dran. Ne? Hier oben steht L2, hier drüben haben wir L3. Dann haben wir hier das N für den Neutralleiter, NW steht hier. Hier drüben ist noch L1 und ganz in der Mitte ist hier der Masseanschluss. Und damit wissen wir schon mal eindeutig, wo welches Kabel angeschlossen wird. Wer da noch für die farbliche Auseinanderhaltung der Kabel Hilfe braucht, da gibt es auch im Internet wunderbare Bilderbeispiele, an denen man dann wirklich gut erkennen kann, welche Farbe hat das Kabel L1, L2, L3, der Neutralleiter und die Masse. Den Stecker haben wir schon mal auseinandergebaut und als nächstes werden wir uns mal von dem Kabel ein Stück abisolieren. So, den äußeren Teil vom Kabel, den habe ich jetzt schon mal eingeschnitten. Das können wir jetzt abziehen und jetzt haben wir hier die 5 einzelnen Adern und die werden wir jetzt mal nach vorne ca. 1,5 cm abmanteln. Die Kabel habe ich jetzt alle vorne abisoliert und habe die ein bisschen ordentlich zusammengedrillt, dass da auch alle Adern schön zusammen sind. Und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Und jetzt nehme ich hier meine Abdeckkappe vom Stecker und fädel mir das Kabel schön hier rein. Jetzt guckt das hier vorne wieder raus. Jetzt muss ich natürlich nochmal die Adern ein bisschen schön verdrillen. So, das habe ich jetzt soweit vorbereitet. Und ich hatte euch ja schon gesagt, die Farben haben jeweils auch eine Nummer. Die sind einer Nummer zugeordnet. Ne? Wir fangen hier außen an. Da steht daneben L1 und das Kabel mit der Bezeichnung L1 ist immer das braune Kabel. So, da suchen wir uns das braune Kabel. Hier nehmen wir schon mal, wir schrauben erstmal die Klemmen hier richtig auf, dass wir auch überall genug Platz haben und das Kabel dann auch dementsprechend gut einfädeln können und dann verschrauben können. Ne? Also, wir nehmen das braune Kabel, das war L1. Und das fädeln wir als erstes an und schrauben das hier oben schön fest. Dann die nächste Klemme, die folgt, das ist die Klemme L2. Und das Kabel L2, das ist immer das schwarze Kabel. Also nehmen wir das schwarze Kabel, fädeln das hier an und ziehen das schon mal fest.
Wenn wir im Uhrzeigersinn weitergehen, ist die nächste Klemme L3 und die Klemme L3 hat immer die Farbe Grau. Wenn dann, wie gesagt, euer Kabel, was ihr habt, euer fünfadriges Kabel, auch die dementsprechenden Farben dazu hat, dann habt ihr, denke ich, alles richtig gemacht. So, dann haben wir den Neutralleiter mit N gekennzeichnet, der danach folgt. Das ist natürlich die Farbe Blau. So, muss mal kurz gucken, dass wir das hier vernünftig rankriegen. So, das war das Kabel Nummer 4 und das letzte Kabel gekennzeichnet mit der Masse. Das ist wie so oft oder bei vielen, ganz vielen anderen Sachen auch. Das Massekabel ist immer das Grün-Gelbe. Und das kommt hier unten in unseren letzten Anschluss, der auch mit dem Masse-Kennzeichen versehen ist. Und wir schrauben auch hier das Kabel fest. So, die Kabel habe ich jetzt alle erstmal handfest verschraubt. Ihr seht, so ungefähr sollte das dann aussehen. Und jetzt überprüfe ich nochmal, ob auch jedes Kabel richtig sitzt an Ort und Stelle, richtig in jeder Fassung drin liegt. Und jetzt ziehe ich jede Schraube nochmal nach, dass auch jede Schraube ordentlich angezogen ist, dass das Kabel hier nicht rausrutschen kann. Und jetzt nehme ich mir nochmal Kreuzschlitzschraubenzieher, den ich mir genommen habe, der hat leider ein bisschen einen zu dicken Schaft. Da komme ich nicht ganz rein, aber ich nehme mir hier mal noch einen Kreuzschlitzschraubenzieher zu Hilfe, da es natürlich auch Kreuzschlitzschrauben sind, und ziehe hier nochmal die Schrauben wirklich nach, damit ich auch sicher gehe, dass alles fest verschraubt ist. So, die Kabel dürften jetzt alle fest sein. Noch ruhig mal dran ziehen, dass nichts weiter wackelt. Dass alle Kabel schön sitzen. Gut. Und jetzt nehme ich mir die Abdeckkappe, streife die wieder nach vorn. Klicke die Abdeckkappe hier in dem Fall wieder ordentlich drauf. So, dann müssen wir mal kurz gucken. Man sieht, hier ist immer ein Pfeil. Und gegenüber davon, auf dem roten Teil, auf dem Stecker, sind auch immer Pfeile. Und der eine Teil, der ist gekennzeichnet mit Open und Close. Und wir bringen jetzt den Pfeil mit Open direkt über den grauen Pfeil und drehen jetzt einfach so weit, dass sich die beiden Pfeile mit, wo Close steht, sozusagen gegenüberstehen. Und jetzt haben wir hier eine sichere Verbindung. Zum Schluss schrauben wir hinten noch die Kappe fest. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ja, so sieht jetzt unser Stecker, der hier angeschlossen ist, fertig verbaut aus. Holt euch einen Elektriker, der dann das Kabel auch an die dementsprechende Maschine anschließt und dann auch in Betrieb nimmt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und schaut auch gerne meine anderen Videos an. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.